Wenn du keine Hoffnung mehr hast, wenn du das Licht am Ende des Tunnels nicht sehen kannst, dann ist es aus psychologischer Sicht oft ein Hinweis darauf, dass du in der Kindheit die ernüchternde Erfahrung gemacht hast, dass nach überwältigenden Situationen, also wenn du bestraft wurdest oder ignoriert wurdest von deinen Eltern, also irgendwas ist passiert, was nicht schön war, dass danach niemand für dich da war, um dich zu trösten, um dich aufzufangen, um dich liebevoll zu begleiten, sondern du warst einfach, saßt du da alleine. Es war niemand da. Gerade wenn Kinder auch bestraft werden als kleines Kind, werden die oft aufs Zimmer geschickt. Und dann sitzen sie da und es ist niemand da, der sie beruhigen kann. Und Eltern wissen nicht, dass Kinder sich selbst nicht beruhigen können. Also es geht nicht, dass man sich selbst liebevoll begleitet. Dazu ist ein Kind noch nicht in der Lage, sein Nervensystem so zu beruhigen, dass alles gut ist. Es bleibt gefangen in diesem State. Und das Problem ist, wenn man dann älter wird, ist es dann so, dass wenn man in einem Problem ist, einfach keine Hoffnung mehr hat. Man ist genauso wie als Kind, es ist einfach niemand da, es kann mir niemand helfen, ich bin auf mich alleine angewiesen und ich werde es nicht schaffen, weil ich keine Lösung habe. Genauso wie man sich auch als Kind gefühlt hat, weil als Kind hat man keine Lösung. Die Eltern strafen oder ignorieren oder was auch immer da Negatives kommt und das Kind hat keine Lösung. Es muss mit der Situation irgendwie klarkommen, um zu überleben. Um zu überleben in dem Sinne, dass es die Eltern halt immer noch liebt. Weil die Eltern sind da und geben dem Kind die Wohnung und das Essen und sozusagen diesen Schutz halt, dass man zu Hause leben kann. Und das bleibt, diese Energie bleibt dann im Körper des Kindes, wenn es nicht verarbeitet wird, wenn es älter wird. Und dann steckt man in Ohnmachtsgefühlen und auch Glaubenssatz, wie es bringt doch eh alles nichts, ich kann mich eh an niemanden wenden, es kann mir eh niemand helfen, das bleibt oft tief, tief in einem stecken. Und was kann man da jetzt machen? Man kann sein inneres Kind begleiten. Damals das kleine Kind, das da alleine saß, das vielleicht bestraft wurde oder was auch immer. Und niemand war für dieses Kind da. Wenn du dich da zurückversetzt, was könntest du jetzt für dich als damals 4-5-jähriges Kind tun? Kannst du für dieses Kind jetzt da sein, es auf dem Arm nehmen, auf dem Schoß nehmen, es umarmen und diesem Kind zeigen, dass alles mit diesem Kind in Ordnung ist, dass es in Sicherheit ist, dass du jetzt für dieses Kind da bist? Was hätte das Kind damals gebraucht? Vor allen Dingen braucht es, dass es jemand da ist und es versteht und ihm sagt, dass die Eltern gerade einen Fehler gemacht haben und dass das Kind eigentlich total in Ordnung ist. Aber du bist jetzt da und beschützt dieses Kind. Vielleicht hilft dir dieses Video, deine Ohnmachtsgefühle und auch das Gefühl von, es ist niemand da, der mir helfen kann, ein bisschen besser zu verstehen. Es sind oft die überwältigsten Gefühle, die wir in der Kindheit hatten, die wir nicht bearbeitet haben, die wiederholen sich dann nochmal später, wenn wir älter sind. Und man ist so damit identifiziert, dass man gar nicht wach genug ist, um zu bemerken, es ist nicht die Wahrheit. Ich bin eigentlich gar nicht alleine. Es gibt immer irgendwo irgendjemand, der mir helfen kann. Und sei es, dass ich mich selbst jetzt hier raushole. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, ganz, ganz viel Liebe und bis zum nächsten Mal.